Guten Morgen, Namaste. Ja, der Tag danach. Ich möchte dich daran erinnern, dass ja der Körper wieder zurückschwingt in ja seinen normalen Zustand, aber vorher vielleicht auch ein bisschen mehr runtergeht, wenn wir so hochgeschwungen sind. Ich sage es deshalb nochmal heute, weil ich gestern mich richtig verausgabt habe. Ich habe gelacht, mal wieder so intensiv, dass ja, ich das schon lange nicht mehr so gemacht habe. Und ja, heute Morgen beim Aufwachen merke ich meinen Körper, weil ich auch sehr aktiv gewesen bin und auch entsprechend ja, meine Stimmung nicht so war, wie sie normalerweise, wenn ich aufwache, ist. Und das heißt, dass ich etwas tun musste. Ja, ich musste etwas tun. Gut, ich als Geübter musste jetzt nicht viel tun, um wieder in die normale gute Schwingung reinzukommen. Ja? Aber wenn du jetzt vielleicht das genauso wie ich gestern auch ausgenutzt hast, den Tag des herzhaften Lachens, und hast mal so richtig viel gelacht, dann wirst du vielleicht auch aufgewacht sein und gedacht haben, oh, was bin ich heute kaputt, ja? Und ja, genau dann ist der Zeitpunkt da, dass du bitte etwas Kleines für dich tust. Da hast du dann den ganzen Tag wirklich etwas davon. Also diese kleine Überwindung, jetzt dann wirklich tätig zu werden. Ja, zum Beispiel vor dem Spiegel ein paar Grimassen zu schneiden. Einfach auch so, wie du darauf bist. Und dann kommt meist der Lachreflex zurück, ja, wenn du da so Faxen vorm Spiegel machst, dann ist das meist einfacher. Natürlich kannst du in die Erinnerung gehen und kannst sagen, boah, das war ja der Hammer gestern, ja, und dann merkst du auch, wie die guten Gefühle von innen heraus zurückkommen. Also du musst nichts aufsetzen. Du musst da jetzt nicht ho, ho, ha, ha, ho, ho, ha, ha, so in der Hektik, so jetzt, wie kriege ich das wieder hin, ne? Sondern dir einfach diesen Moment geben, des Bewusstwerdens. Ach, war das schön. Ja, und dann wirst du merken, dass ja automatisch schwupp du wieder entsprechend in deinem guten Zustand bist. Und das lege ich dir ans Herz und ja, ganz bewusst natürlich auch nochmal rausatmen, das, was dich vielleicht gerade so als Rückschwingung belastet. Ja, ich freue mich, wenn du das ausprobierst und gib mir gerne Rückmeldung, das bei dir funktioniert hat. Ich sage danke fürs Zuschauen und fühle dich geliebt. Bis dann.